zurück in Ordon. Schon fertig für heute. Wünsche einen schönen Feierabend. Das Geschenk für den Hof ist jetzt schon vorbereitet. Du solltest dich jetzt auch für die Abreise bereit machen. Immerhin hat der Hof von Hyrule selbst um dieses kleine Geschenk von unserem Dorf gebeten. Da wäre es doch ziemlich unziemlich, wenn der Repräsentant Ordon zu spät bei Hofe erscheint, oder? Ihr habt einen weiten Weg vor euch. Also passt mir gut auf und Mammut auf. Oh, was ist das? Was soll das? Das arme Tier ist ja verletzt. Ich weiß nicht. Mammut, hast du Alpona wieder zu grob angefasst? Aber, Ila. Vater! Wie kannst du so etwas nur sagen? Du bist der Bürgermeister. Also zeig auch einfach Verantwortungsbewusstsein. Ich habe leider den Text vom Bürgermeister nicht zu Ende gelesen, weil es so schnell ging. Beide hängen den Kopf. Armes Kleines. Keine Sorge, Epona. Ich bringe dich gleich zur Quelle im Wald. Der Lichtgeist, der dort wohnt, wird deine Verletzung sicher gleich wieder heilen. Aber Ela, ja, keine Ahnung, ich hab den Namen vergessen. Ohne Epona kann Mammut das Geschenk doch nie rechtzeitig abliefern. Unmöglich, dieses Kind. Die war schon immer so wie ihre Mutter. Gut, also müssen wir jetzt zur Quelle, ne? Was soll man da als Vater machen? Ohne Epona kommst du doch nie nach Hyrule, um unser Geschenk abzuliefern. Oh, schon wieder! Halt sie auf! Okay, diesmal schaffe ich's. Was war das? Ah. Ha! Voll gemein gegenüber der Ziege. Danke, Mammut. Ohne dich wäre diese Ziege für das Dorf verloren. Dabei ist doch die viel wichtige Frage, was machen wir jetzt wegen Epona? Kannst du nicht zu Ilia gehen und sie bitten, dass sie dir das Pferd doch wieder zurückgibt? Ja, muss ja wohl, ne? Aber zuerst gucken wir natürlich hier noch, ne, Dorfbewohner an. Was geht hier ab? Ach, Mammut. Und? Schon beschäftigt mit dem Vorbereiten für die Abreise? Es wird dir sicher ein wenig einsam sein, solange du in Hyrule bist. Pass nur auf, dass dir nichts passiert und bring dich nicht unnötig in Gefahr. Es ist soweit. Nun, Mammut, wenn du aus Hyrule zurück bist, solltest du wirklich anfangen, ernsthaft den Umgang mit dem Schwert zu lernen. Du hast Talent. Wenn du genug trainierst, wirst du sicherlich ein guter Kämpfer. Denk darüber nach und gib mir eine Antwort, wenn du von deiner Reise zurück bist. Aber wenn ich zurück bin, bin ich ein größerer Schwertkämpfer, als du es jemals hättest sein können. Behaupte ich jetzt einfach. Aber ich behalte das im Kopf. So, was mit dir? Oh, Mammut, heute beginnt deine Reise als Gesandter des Bürgermeisters, oder? Beneidenswert. Ich muss heute schon wieder für frische Ware im Lager sorgen. Bedauernswertes Leben, so ein bisschen. Der alte Mann tut mir da voll leid. Das Kind nervt, die Mutter nervt. Alle ihre eigenen Sorgen. Und der Vater dient einfach allen. Du, Mammut, bist du zu Ilia? Ich würde ja auch, aber die anderen... Du Mammut, sollen wir nicht zusammen gehen? Oh, ernsthaft. Mammut, wir haben auf dich gewartet. Gestern war so toll. Den Affenjagen, das hat wirklich Spaß gemacht. Den hätte ich auch Maro gerne mal gezeigt. In Wirklichkeit hat der Affe doch dich gefangen, oder?
Und du, Colin? Alles ist rausgekommen, nur weil du gepetzt hast. Und Papa hat uns ganz toll ausgeschimpft. Total übel war das. Du willst doch sowieso nur zu ihr, oder? Aber hier kommst du nicht so leicht vorbei. Aber sag mal, Mammut, willst du mir nicht dein Holzschwert leihen? Wenn ich das nur gestern schon gehabt hätte, dann wäre ich auch ganz allein zu euch gekommen. Na los, gib schon her. Ist okay. Sollst du es tragen? Wow, super! Mit diesem Schwert. Zeig ich's jedem. Aber geht nicht wieder in den Wald spielen. Mammut? Danke. Die anderen sind immer so gemein zu mir. Ich verstehe gar nicht, was so los hier daran sein soll, so ein Ding durch die Gegend zu schwingen. Das ist doof und gefährlich. Wenn ich mal groß bin, will ich so sein wie du, Mammut. Ich würde so gerne reiten. Kannst du mir das nicht beibringen? Nein, ich reite keine Jungen. Ja, versprochen, ja? Ja, ich reite keine Jungen, versprochen. Okay. Darf ich jetzt weitergehen, ja? Wo bin ich? Hab gerade die Orientierung verloren. Da. Nee, da muss ich lang. Okay. Auf zur Quelle. Quelle ist nur noch ein Versandhaus. Das ist ja ein anderes Thema. So. Dann schauen wir mal. Da ist es. Mammut? Denk nicht, du könntest die Pone einfach mitnehmen. Denk mal darüber nach, was du getan hast. Vorher mache ich das Tor auf keinen Fall auf. Ja, du weißt gar nicht, was gestern passiert ist, oder? Ich weiß nicht, ob ich es richtig erklären kann, aber lass es mich versuchen, ja? Inzwischen kannst du durch den Tunnel dort hineinkriechen, Mammut. Den ich vorhin schon gefunden habe. Ja, stimmt. Okay. Dann krieche ich halt durch den Tunnel. Was bist du denn für ein Tier? Ach, ein Eichhörnchen! Oh, süß. So, dann gehen wir mal hier hinein. Und kriechen wieder. Und kriechen wieder. Und kriechen wieder. Und kriechen wieder. Schön, dass ich das in den Tunnel schon auf Anhieb gefunden hatte und das eigentlich als Weg genommen hatte und nicht irgendwie was anderes. Okay. Was? Ich wusste gar nicht, dass da... Aber sag mal, Colin. Hey, ich bin wieder da, obwohl du mir nicht das Tor aufgemacht hast. Epona, Mammut ist dir also immer noch lieber als ich. Nach allem, was er dir angetan hat. Sei ganz beruhigt, Mammut. Es ist glücklicherweise keine schlimme Verletzung. Wir können also zusammenreisen. Nur eines, Mammut. Eines musst du mir versprechen. Egal, was dir auf der Reise passiert, pass gut auf dich auf. Komm einfach nur wohlbehalten wieder zurück, ja? Ja, ein paar Game Overs später. Was? Oh. Die Goblins rasten aus und sie sind jetzt grün. Nein! Ich glaube, die nehmen den Falschen mit.
Das nenne ich mal eine Barriere. Was? Und ich bin mitten in der Barriere drin. Okay. Und du bist jetzt was? Was passiert da? Ich will auf jeden Fall speichern. Sehr gerne. Da. Ja, bitte. Nachdem ich jetzt anderthalb Stunden schon wieder gespielt habe. Halleluja, wie die Zeit vergeht. Und ich bin ein angeketteter Wolf. Na, Halleluja. Wie auch immer wir uns jetzt verwandelt haben und warum und Gedöns. Bis genau hierhin habe ich auf der Wii-Fassung bisher gespielt. Und weil ich dann halt nicht mehr wusste, wie ich jetzt hier wegkomme. Bis das vor der Steuerung ja nicht funktioniert hatte. Ey, wie was war da? Hallo? Wer bist du? Hab dich. Oh, da kriegt man ja Angst. Aber ob es wohl klug ist, so ein knurriges Gesicht zu machen? Was für ein Jammer. Ich hätte dir so gerne geholfen, wenn du ein braves Hühnchen gewesen wärst. Gut so. Gehorsamkeit gehört schließlich zum Wesen der Menschen. Aber du bist kein Mensch mehr, sondern eine wilde Bestie. Ach so. Na, bist ein braves Hundchen. Und jetzt sei schön ruhig. Überrascht? Aber... wo sind wir hier nur hingekommen? Komm zu mir, da kann ich es dir zeigen. Jetzt mal aufhören so zu lachen, meine Güte. Okay. Gut. Die Frage ist jetzt, was kann ich tun? Ich kann Spurt machen, ich kann wühlen. Und das war's quasi. Und reden kann ich. Hey, was ist los mit dir? Komm hier rüber, aber fix. Wenn du auf normalen Wege nicht herauskommst, findest du ja vielleicht irgendein Loch, durch das du entkommen kannst. Ich meine, Löcher gibt es an Orten wie diesen doch normalerweise immer. Die Frage ist halt, wo? Ich befürchte ja hier. Und das habe ich auf der Wii U schon nicht hingekriegt gehabt. Ah, das hat auf der Wii U, glaube ich, nicht funktioniert gehabt. Irgendwie, was war da? Also natürlich funktioniert es halt auf der Wii U, aber ich habe es an dem Punkt da halt nicht hingekriegt und da habe ich es halt stehen lassen, das Spiel. So, ab hier ist Hashtag Neuland. Anscheinend bist du ein richtig kluges Hündchen. Du gefällst mir. Ich glaube, ich sollte dir bei deiner Flucht helfen. Oh, dafür wirst du schön brav gehorchen, wenn ich dir etwas sage. Ist das klar? Wenn du etwas von mir willst,
drückst du L, um mit mir, um mir ein Zeichen zu geben. Also verstanden? Dann los. Okay. Also ich wusste halt schon, dass man halt in Zelda Twilight Princess irgendwie auch eine Wolfform hat und sowas, aber ich wusste nicht so ganz, was es damit so insgesamt halt auf sich hat. Fass. Aha. Das hat jetzt hier den Gang geöffnet, oder was? Ich will nochmal ganz kurz hier gucken, ob hier noch irgendwie was ist. Die Tür kann ich so nicht attackieren. Den Tisch kann ich auch nicht kaputt machen. Okay. Das heißt, wir müssen hier lang.